weiß jetzt gar nicht, wo das andere Ende reinkommt. Hier ist gar kein Verschluss. Bevor das wieder anfängt, die folgenden Aufnahmen wurden in verschiedenen Tagen gedreht. Und wenn euch solche Vlogs gefällt, dann gebt mir einen Daumen hoch und viel Spaß. Überall liegt Schnee, Alter, immer noch. Der Schnee ist so tief. Guck mal, meine Schuhe sind schon weg. Guck mal. Ja, geile Idee auf jeden Fall. So, erstmal neue Maske auspacken. Das sieht aus wie ein Kaffeefilter einfach. Eine Ewigkeit später. Meine Kamera ist jetzt angekommen, wir packen hier zusammen aus. So sieht das aus. Hier steht einmal Sony, Cybershot, DSC HX60, Wi-Fi, NFC und noch andere Möglichkeiten. 20x4 Megapixel, 30x Zoom, 3.0 Ultrafine LCD und Full HD. Also ich zeige es dann euch mal so. Hier ist einmal die Kamera, die packen wir gleich aus. Hier ist einmal noch so eine Schlaufe. Einmal ein Netzteiladapter. Der Akku für die Kamera. Und noch ein Netzkabel. So, jetzt packen wir die Kamera aus. So sieht die Kamera aus. 2000 Jahre später. Wir haben jetzt 2 Tage später und mein Mikro ist jetzt angekommen. Und ich wusste nicht mal, ich zeige euch mal ganz kurz. Ich habe mir hier diesen Mikro bestellt und ich wusste nicht mal, dass es von Rode ist. Röhe. Rode ist. Das habe ich jetzt erst wahrgenommen oder halt gecheckt. So, ich mache jetzt mal das Mikro dran. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das andere Ende reinkommt. Hier ist gar kein Verschluss. Ich habe jetzt realisiert, dass meine Kamera gar keinen Mikroanschluss hat. Alles klar, jetzt einfach das Mikro wieder zurücksenden. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ich habe mir das iPhone 12 Pro bestellt und das ist jetzt gerade angekommen und wir packen das jetzt zusammen aus. Die Verpackung sieht auf jeden Fall viel dünner aus als davor die Jahre. Hier habe ich einmal ein Paket von iPhone XS. Der ist einfach doppelt so dick. Ja, einfach doppelt so dick. Das packen wir jetzt einfach aus. Hier ist einmal der Kabel. Und hier ist einmal noch die Nadel für die SIM-Karte. Hier sind noch ein paar Anweisungen drauf, Garantiescheine und nur noch einen Apple-Sticker anstatt 2. Also ich finde das ein bisschen Schwachsinn, dass sie keinen Adapter mitbringen, weil ich finde, für ein Handy muss das dabei sein. So sieht das Handy aus. Merkt man schon, dass man direkt die Fingerabdrücke sieht. Das ist halt der Nachteil vom iPhone 12 Pro. Die haben jetzt hier diese Schutzfolie so in einen Papier-Style gemacht. Damit würde ich sagen, das war's mit dem Blog. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Abonnieren könnt ihr mich auch. Nö. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.